Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Kollege Croissant, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen, trotz dieses fantastischen Wetters draußen. Ich freue mich, hier zu sein, aus mindestens zwei Gründen. Sie haben das mehr oder weniger schon angedeutet. Der eine ist es meine Alma Mater und ich bin immer wieder gerne hier an der Universität Heidelberg, an der ich ja auch versucht habe, dieses Thema Umwelt und Nachhaltigkeit immer wieder auch unterzubringen. Einige werden sich vielleicht daran erinnern, ich glaube, es war 1985, da hatte ich eine Umweltringvorlesung initiiert mit großer Unterstützung meines damaligen Mentors Jörg Hüfner, der auch heute hier unter uns ist. Und diese Umweltringvorlesung hatte, glaube ich, fast 10 Jahre dann auch tatsächlich Bestand. Es waren, glaube ich, auch ein bisschen mehr Teilnehmer hier als hier im Studium Generale damals in der Heuscheuer. Die war eigentlich immer recht voll. Und auch die sogenannten interdisziplinären Ergänzungsstudien Umweltwissenschaften war mal eine Idee, die ich eingebracht hatte und die dann Jörg Hüfner damals als Prorektor dann tatsächlich auch umgesetzt hat. Das fand ich wirklich ganz grandios. Und das hatte ja dann auch viele Jahre sehr erfolgreich Bestand hier an der Universität. Deswegen verfolge ich natürlich mit großem Interesse auch die Diskussion hier an der Universität. Ich bin ja Mitglied auch hier im AHCE. Zu der Frage, wie steht man zum Thema Fridays for Future? War auch etwas erstaunt über verschiedene Meinungen, aber egal. Meine Meinung ist, ich bin Gott froh, dass es diese Bewegung gibt und ich hoffe, dass die Politik hier endlich reagiert auf dieses Thema. Und damit bin ich bei dem zweiten Grund, warum ich eigentlich gerne hier bin. Sie wissen das teilweise vielleicht, ich lebe hier in Heidelberg, auch Heidelberg ist mir immer sehr wichtig gewesen, dass wir auch hier Umwelt versuchen voranzubringen, das Thema Nachhaltigkeit. Und als die ehemalige Oberbürgermeisterin Beate Weber uns gefragt hatte damals, das IFOI, dieses Klimaschutzkonzept zu erstellen, da haben wir das natürlich gerne gemacht. Und ich hatte da nochmal nachgeschaut, es waren 1200 Seiten. Es waren 91 Maßnahmen, die wir damals vorgeschlagen haben. Ein paar davon sind tatsächlich umgesetzt, viele davon nicht. Und das war 1992. Das ist jetzt 27 Jahre her. Mehr als ein Vierteljahrhundert und wir haben ungefähr noch mal die gleiche Zeit, ungefähr 30 Jahre, bis zu diesem Jahr 2050 und ich kann nur sagen, ich glaube, wir müssen da ein bisschen an Tempo zulegen, wenn wir die Ziele erreichen wollen, die momentan allgemein hier so im Umlauf sind. Wir werden das mit der Geschwindigkeit, mit der bisher diese Maßnahmen realisiert wurden, mit Sicherheit nicht erreichen. Also da ist etwas mehr Engagement, glaube ich, notwendig. Aber darüber wollte ich heute gar nicht reden. Ich habe ein anderes Thema heute. Ich werde natürlich auch hier auf das Thema Klima zu sprechen kommen. Ich will heute über das Thema Rohstoffe sprechen. Ressourceneffizienz und nachhaltige Industriegesellschaft. Und lassen Sie mich hier vielleicht mit einem Bild beginnen, das sicherlich eins auch der wichtigsten der Menschheitsgeschichte ist. Warum? Weil es ist das erste Bild, das die Erde als Ganzes von außen zeigt, 1972 aufgenommen, Apollo 17 auf ihrem Rückflug vom Mond. Es gab davor ja auch diesen berühmten Erdaufgang über dem Mondhorizont. Und dieses Bild und auch diese anderen Bilder, die von der Erde damals gemacht wurden, waren schon auch so etwas wie ein Weckruf für die Menschheit, weil sie nämlich zum ersten Mal eben auf ihre Heimat runterschauen konnten und auch realisieren konnte, dass das mehr oder weniger ein abgeschlossenes System ist. Stimmt nicht ganz, wir kriegen natürlich Sonnenenergie, aber was die Materie angeht, ist das im Wesentlichen ein abgeschlossenes System und es war ja damals auch immer die Rede vom Raumschiff Erde und Sie wissen, ein Raumschiff, das muss alle Lebenserhaltungssysteme, alles, was es verbraucht, was es benötigt, eigentlich mit sich tragen, vielleicht sogar im Kreis fahren. Und so ist es letztendlich auch mit der Erde. Also auch hier müssen wir uns Gedanken machen, was wir hier einsetzen, was wir hier gebrauchen, verbrauchen und müssen mit dem leben, was erstmal auf diesem Planeten ist. Und das betrifft natürlich insbesondere die Rohstoffe. Und das Interessante ist, dass dieses Bild 1972 gemacht wurde. In diesem Jahr 1972 sind noch viele andere wichtige Dinge passiert. Es gab zum einen die erste große Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm
Und es kam eben zum anderen dann auch zu der Veröffentlichung, es ist schon angeklungen, des wichtigen Berichts vom Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Das heißt, es gab hier auch eine ganze Reihe von Warnungen, die das jetzt eben nun auch aufgegriffen haben. Und lassen Sie mich da vielleicht zuerst verweilen bei diesem Punkt. Die Grenzen des Wachstums, 1972 veröffentlicht von Meadows und seinen damals jungen Kollegen, war ein wichtiger Weckruf. Er hatte Simulationen durchgeführt, Computersimulationen, wie sich die Menschheit weiterentwickelt und natürlich auch die dazugehörigen Ressourcen. Und Sie sehen hier einen solchen Ausschnitt aus seiner Veröffentlichung, wo Sie unten die Zeitachse sehen von 1900 bis zum Jahr 2100. Und da sehen Sie eben zum Beispiel das Bevölkerungswachstum. Sie sehen zum Beispiel auch die Umweltbelastung. Er kannte damals noch nicht den Treibhauseffekt, aber er hat eigentlich, wenn man dahinter mal das Thema Treibhauseffekt vielleicht sieht, hat er das eigentlich ganz treffend vorhergesagt. Natürlich auch die Frage Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Aber das, womit er hauptsächlich dann auch immer wieder bekannt wurde, war natürlich dann diese Kurve hier und die betrifft oder betraf die Rohstoffvorräte, die die Menschheit zur Verfügung hat. Und da sehen Sie einen dramatischen Abfall über diese zwei Jahrhunderte hinweg und wir befinden uns eigentlich hier mitten in dieser, ja, in diesem rapiden Abfall. Und das ist jetzt eben genau die Frage, wo stehen wir heute und hat sich das tatsächlich realisiert? Da komme ich später noch darauf zu sprechen. Das ist allerdings die Warnung gewesen, wie sie in Öffentlichkeit und auch in der Politik sehr drastisch natürlich wahrgenommen wurde. Solche Diskussionen gab es schon sehr viel früher. Und wenn man in die Fachliteratur reingeht, auch in die populäre Literatur, dann kann man das über Jahrhunderte eigentlich verfolgen. Im Grunde genommen eigentlich bis ins Mittelalter, zumindest bis dahin. Und Sie sehen hier eine Abbildung von Agricola, die Re Metallica, eine der berühmtesten Werke über Bergbau. Und Sie sehen hier Bergleute im Erzgebirge im 16. Jahrhundert, wie sie in der Wünschelrute nach Rohstoffvorräten suchen. Nun, man macht das heute natürlich etwas eleganter, etwas besser. Aber das Grundproblem ist das gleiche. Wir wissen nicht, was unter uns im Boden eigentlich steckt und müssen das aufwendig explorieren. Und das hat man damals eben mit gewissen Mitteln gemacht und heute macht man es natürlich etwas technischer, etwas versierter, aber das Grundproblem bleibt. Und auch wenn Sie dann in die jüngere Vergangenheit gehen, auch dort ist immer wieder dieses Thema, die Rohstoffe versiegen, aufgetaucht. Sehr prominent in den Vereinigten Staaten immer wieder. Das hängt damit zusammen, dass spätestens seit dem Ersten Weltkrieg die Amerikaner immer Angst auch hatten, dass sie mit einer knappen Rohstoffversorgung sie auch Probleme im militärischen Bereich haben. Sie brauchten wichtige Rohstoffe, um damit ihre Waffensysteme auch entsprechend auszurüsten. Und das wurde dann also spätestens seit dem Ersten Weltkrieg minutiös dann immer weiter verfolgt. Und Sie sehen hier ein Bild von 1949, eine Anhörung vor dem US-Senat, wo auch hier es eben dann um das Thema geht, wann werden die Rohstoffe knapp. Und Sie sehen, dass die Zeiten, die da angegeben wurden, dann doch bedrohlich nah gewesen sind. Selbst wenn Sie in die heutige Zeit springen, werden Sie solche Meldungen immer noch finden. Ich habe mal hier den New Scientist mal rausgesucht, der hatte vor ungefähr 10 Jahren das auch als ein Titelthema und auch hier stand dieses Thema, die Rohstoffe werden knapp, wieder ganz im Vordergrund. Nun, welche Fakten werden dafür angeführt, dass solche Meldungen dann auch in der Öffentlichkeit auftauchen und dort intensiv diskutiert werden? Fangen wir mal vielleicht mit diesem berühmten Club of Rome an, mit diesem Bericht von Meadows und anderen. Und das, was hier meistens zitiert wird, ist diese berühmte Reichweite der Rohstoffe. Also, wie viele Jahre reichen noch die Rohstoffvorräte, die die Menschheit hier zur Verfügung hat? Und Sie sehen hier die Zahlen dafür für verschiedene Rohstoffe. Da sehen Sie dann sowas wie Kupfer, ja, 40 Jahre. Oder dann hier Zinn 25, Platin 20, geht runter, Blei 15 Jahre. Das waren die Prognosen, die damals Anfang der 70er Jahre gestellt wurden, wie lange diese Rohstoffe noch reichen. Da sind auch einige dabei, die mehrere hundert Jahre reichen, aber viele dann doch eher im Bereich von einigen Jahrzehnten.
Und wenn man sogar davon ausgeht, dass die Nachfrage kontinuierlich steigt, dann würden diese Zahlen sogar noch deutlich geringer ausfallen. Dann sind das eben nicht mehr diese statischen, sondern dann eben wirklich dieser exponentielle Index. Solche Zahlen werden auch heute immer noch publiziert und errechnet. Sie sehen hier beispielsweise aus eben diesem New Scientist, den ich Ihnen eben gezeigt habe, nochmal etwas aktuellere Zahlen. Da sehen Sie das dann zum Beispiel für Indium, ja, 5 bis 10 Jahre, oder Antimon sehen Sie auch 15 bis 20 Jahre. Und das war eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2007, also das heißt, Indium sollte eigentlich heute schon wieder ein ganz großes Problem darstellen. So, das sind die einen Zahlen, die immer wieder in Umlauf sind. Ich werde nachher noch kurz was dazu sagen. Die zweiten Dinge, die immer wieder angeführt sind, das ist die sogenannte Peak-Diskussion. Peak Oil, Peak Copper, Peak Phosphorus und so weiter. Und das hängt zusammen mit einem Wissenschaftler, der in den 40er und 50er Jahren den Erdölverbrauch oder die Förderung sich sehr genau angeschaut hat und festgestellt hat, dass diese Förderung einer Kurve folgt, nämlich eben einer solchen, man könnte schon fast sagen Gauss-Kurve, aber es stimmt nicht ganz, ist keine Gauss-Kurve, aber man kann aus dem Verlauf heraus jetzt nun gewisse Rückschlüsse machen, wann hier ein Fördermaximum ist, das wäre dann eben der Peak, also Peak Oil beispielsweise, und dann wird das irgendwann abfallen. Und das ist auch verständlich, wenn man eine endliche Quelle hat, man fängt an mit der Förderung, sie nimmt zu, sie nimmt immer stärker zu, man wird irgendwann ein Fördermaximum erreichen und dann langsam wird eben diese Quelle auch versiegen, das heißt, die Förderung nimmt dann kontinuierlich ab, bis sie dann schließlich versiegt. Das ist eigentlich fast schon eine Selbstverständlichkeit, aber King Hubbard hatte damals eben diesen Verlauf der Kurven analysiert und hatte aus dem Verlauf der Erdölförderung in den USA ziemlich genau vorhergesagt, wann das Fördermaximum in den USA erreicht sein wird und daher dann auch eben die Berühmtheit dieser Kurve, wenn man sie dann auch auf viele andere Konzepte übertragen hat. Und wenn wir jetzt mal das übertragen, nicht auf Öl, sondern zum Beispiel hier auf Kupfer, da sehen Sie eine Veröffentlichung, die gar nicht so alt ist, das ist auch von dem Club of Rome veröffentlicht worden, von Ugo Bardi vor einigen Jahren. Da sehen Sie zum Beispiel für Chile eben auch jetzt so eine ähnliche Kurve. Ja, man könnte hier also auch jetzt eine solche Hubbard-Kurve eben reininterpretieren und vermuten, dass hier jetzt irgendwann ein Peak erreicht ist und dann eben die Förderung dann eben abnimmt, was schlimm wäre, weil Chile einer der Hauptlieferanten für Kupfer darstellt. Der dritte Argumentationsstrang, der ist jetzt nun unter Experten eigentlich viel wichtiger, weil der immer wieder auch intensivst diskutiert wird. Das hängt mit den sinkenden Erzgehalten zusammen. Das kann man auch immer wieder in vielen Berichten lesen. Und wenn man sich das mal anschaut, den Verlauf jetzt auch mal über viele Jahre, Sie sehen das hier seit Mitte des 19. Jahrhunderts, geht das jetzt hier bis heute ungefähr. Und Sie sehen das mal am Beispiel jetzt australischer Minen. Und die Frage ist, wie viel Metall befindet sich eigentlich in den geförderten Erzen? Dann ist das Interessante, dass dieser Erzgehalt dramatisch abnimmt. Sie hatten noch im 19. Jahrhundert, auch Anfang des 20. Jahrhunderts, hatte man Erze gefunden, die einige 10-20% Kupfer beispielsweise enthalten haben. Heute können Sie froh sein, wenn Sie Minen bewirtschaften, die 1% Kupfer enthalten. Und das gibt jetzt natürlich zu denken, dass hier tatsächlich irgendwas passiert und die Befürchtung ist natürlich, dass hier Quellen versiegen. Und das stellt man nicht nur bei Kupfer fest, das ist diese grüne Linie, Sie sehen das hier auch bei Gold, also wir sind weit entfernt von den Goldrushes der vergangenen Jahre, aber Sie können das auch für andere sehen, für Zink und für Blei und so weiter. Wir haben überall diese fallenden Konzentrationen. Das wird als sehr starkes Indiz gewertet, dass hier ein Versiegen der Rohstoffquellen bevorsteht. Naja, und schließlich, ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich auch die Preise. Sie wissen, wenn etwas knapp ist, dann steigen auch die Preise. Und das war natürlich genau das, was vor ungefähr 10 Jahren passierte, dass an den Weltmärkten die Rohstoffpreise stark anstiegen. Sie sehen hier seit den 60er Jahren mal die Fieberkurve der Weltwirtschaft, nämlich der Rohölpreis. Das ist die rote Kurve hier
Und Sie sehen, dass das dann also hier nach den sogenannten Ölkrisen natürlich angestiegen ist und vor allem in den letzten Jahren eben hier sehr volatil, aber eben auf hohem Niveau. Was interessanter ist, das ist die blaue Linie, das sind nämlich die Industrierohstoffe. Und auch bei den Industrierohstoffen sehen Sie über längere Phasen eher ein moderates Wachstum oder vielleicht auch volatile Bewegungen, aber dann vor allem eben seit so den 2005 ungefähr rapiden Anstieg, und das war dann eigentlich auch der Zeitpunkt, wo die Diskussion um diese Ressourcen neu begann und weltweit darüber intensiv diskutiert und gestritten wurde. Bevor ich weiter auf diese Fakten eingehe, lassen Sie uns vielleicht erstmal einen Blick auf den Bedarf an Rohstoffen werfen. Also was brauchen wir eigentlich an Rohstoffen, wir als Menschheit? Und wenn man diese Kurven jetzt sieht, dann gibt das schon zu denken. Sie sehen also hier ein fast exponentielles Wachstum, sage ich mal. Sie sehen also den Bedarf über das 20. Jahrhundert hinweg. Das sind also jetzt die Rohstoffe alle in Tonnen aufsummiert, was da so eingesetzt wird. Sie sehen natürlich die Biomasse, das ist die Landwirtschaft hauptsächlich. Sie sehen fossile Energieträger, das ist letztendlich das Klimaproblem. Sie sehen dann die Metalle, auf die ich heute stärker auch abheben will. Und Sie sehen auch die Bau- und Industriemineralien, was man nicht vergessen darf. Je mehr Menschen Sie auf dem Planeten haben, desto mehr Behausungen brauchen Sie auch. Das wird natürlich mit entsprechenden Bau- und Industriemineralien dann auch gebaut. Und das trägt essentiell auch zum Klimawandel im Übrigen mit bei. Das weiß man heute, und man hatte das in der Vergangenheit etwas gering geschätzt. Heute achtet man sehr viel stärker auch auf das, was hier in diesem Bereich abgebaut wird. Sie sehen, wir kommen damit insgesamt so im Weltdurchschnitt ungefähr auf, so um die 12 Tonnen pro Person und Jahr, was an Material benötigt wird. Das ist natürlich nicht das, was Sie persönlich brauchen und zu Hause die Treppe jedes Jahr hochschleppen, das natürlich nicht. Da ist natürlich alles, was wir an Infrastruktur benötigen, mit eingerechnet. Und natürlich gibt es hier auch riesengroße Unterschiede zwischen den Ländern. Also es gibt Länder, da liegt das dann eher im Bereich von 1 oder 2 Tonnen pro Person und Jahr. Und es gibt andere Länder, da liegt das dann ein Faktor 10 oder 15 sogar drüber. Und Sie können davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich eher zu den oberen gehören. Das heißt, bei uns, wir werden wahrscheinlich mit 12 Tonnen pro Jahr und Person auch gar nicht auskommen. Was interessant ist, das ist der Anstieg, also das Wachstum dieser Kurve. Ich habe hier mal auch mit eingetragen, das Bevölkerungswachstum auf der Welt. Sie wissen, dass wir jetzt inzwischen über 7 Milliarden Menschen weltweit sind. Es wächst weiter, wird momentan aktuell ja darüber gestritten, wie weit. Aber ein Anstieg ist auf jeden Fall für die nächsten Jahrzehnte noch angesagt, wahrscheinlich bis Ende des Jahrhunderts auch. Und Sie sehen, dass diese Steigungen unterschiedlich groß sind. Das heißt also, diesen Zuwachs an Material, was wir benötigen, ist nicht nur auf die Anzahl der Menschen zurückzuführen, sondern natürlich auch auf den gewachsenen Wohlstand. Das heißt also, pro Person wird mehr Material inzwischen umgesetzt, eingesetzt. Es sind also beide Faktoren. Es ist ein Mengeneffekt, der parallel mit der Bevölkerungszahl geht, aber das andere eben dann auch, was parallel mit dem Wohlstand geht, der ganz unterschiedlich verteilt ist. Und natürlich gehen die Prognosen alle weiter nach oben. Also wenn Sie aktuelle Zahlen sich anschauen, es ist auch jüngst gerade von den Vereinten Nationen wieder ein neuer Bericht erschienen. Man hat versucht, hier auch vorsichtig zu prognostizieren, Nachhaltigkeit mit einzubeziehen. Man kommt zum Ergebnis, dass der Rohstoffbedarf weiter ansteigen wird, und zwar durchaus drastisch. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, warum ist das so? Also selbst wenn man nachhaltig wirtschaftet, wird der Rohstoffbedarf ansteigen. Warum denn, um Gottes Willen? Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass viele bei diesem Thema Nachhaltigkeit vielleicht zu sehr denken, dass Nachhaltigkeit gleichzusetzen ist mit Umwelt oder mit Ökologie. Das stimmt nur teilweise. Sie sehen hier nochmal diese 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen, die 2015 so verabschiedet wurden und jetzt überall weltweit auch zitiert werden. Und da sehen Sie, es sind viele verschiedene Ziele. Und manchmal fällt es auch schwer, da den Überblick zu wahren, was gehört denn da alles mit dazu. Und deswegen habe ich das nochmal anders sortiert. Und Sie sehen jetzt mal hier
diese 16 Ziele sind es jetzt in dem Fall nach Kategorien. Und da sehen Sie natürlich den einen Bereich, woran wir sofort denken, die Umwelt, zum Beispiel der Klimaschutz oder eben auch dann die Meere beispielsweise und das Wasser. Sie sehen auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Ziele, das ist im Wesentlichen die Entwicklung, aber was ganz wichtig ist, das sind eben hier diese 8 Ziele in der Mitte und das sind soziale Ziele, die sich die Menschheit vorgenommen hat. Und das erste Ziel überhaupt bei den Sustainable Development Goals heißt keine Armut. Und auch das zweite wäre dann kein Hunger. Und das wird häufig verkannt, dass von den 7 Milliarden Menschen 1 Milliarde Menschen mehr oder weniger so leben wie wir, vielleicht sogar ein bisschen schlechter, aber dass es eben 6 oder 7 Milliarden Menschen inzwischen fast gibt, die deutlich weniger Wohlstand haben, sogar Armut haben. Es gibt auch einen großen Mittelstand in dem Bereich, die aber auf jeden Fall mehr vom Kuchen abhaben wollen. Und das führt dazu, dass natürlich Rohstoffe weiter gefordert sein werden. Und von daher, Sie sehen hier auch nochmal angegeben, wo eine direkte Verbindung eigentlich zu diesem Rohstoffthema besteht. Und das sind sehr viele Ziele. Und viele Ziele zeigen eben tatsächlich nach oben, nämlich mehr Rohstoffe, mehr Wohlstand. Das mag bei uns vielleicht nicht der Fall sein. Und ich denke auch in der Tat, es täte uns wohl, hier uns stärker einzuschränken. Aber für weite Bereiche der Welt gilt das so nicht. Und wir betrachten das ja gerade hier weltweit. Das ist das eine, der Mengeneffekt. Also wir werden Zuwächse haben an Rohstoffgewinnung, Rohstoffbedarf, Rohstoffeinsatz. Das andere ist dann aber die qualitative Dimension. Weil wir ganz andere Rohstoffe einsetzen, als das noch vor 100 oder vor 200 Jahren der Fall ist. Gibt es ein sehr schönes Bild von einem Kollegen, der das mal dargestellt hat, welche Rohstoffe im Mittelalter oder in den Jahrhunderten danach auch noch eingesetzt wurden. Es waren zwar 10 Metalle bekannt, aber im Wesentlichen waren es dann doch diese 3 Elemente, mit der eigentlich die Gesellschaft im Wesentlichen gelebt hat. Kohlenstoff, also Landwirtschaft und dann vor allem Eisen natürlich dann als das Metall, das hauptsächlich verwendet wurde. Das hat sich mit der Industrialisierung dann natürlich dramatisch geändert. Es kamen neue Metalle hinzu, die man überhaupt entdeckt hat, die man aber natürlich dann auch in der Technik eingesetzt hat, beispielsweise in Legierungen, in Metalllegierungen. Wir haben die Elektrifizierung gehabt, wir haben natürlich dann die Motorisierung gehabt. Und heute sieht es so aus, dass wir mehr oder weniger eigentlich das komplette Periodensystem einsetzen. Wir brauchen fast alle Metalle, wenn man jetzt mal vielleicht von den radioaktiven oder den kurzlebigen Metallen absieht. Aber mehr oder weniger wird eigentlich das komplette Periodensystem heute für Produkte eingesetzt. Und wir brauchen diese Rohstoffe auch. Wir brauchen sie, um diese ganzen Hightech-Produkte, die Sie tagtäglich nutzen, die Sie vielleicht sogar in Ihrer Hosentasche oder in Ihrer Handtasche haben, dann auch tatsächlich herzustellen. Es sind also nicht nur die gewöhnlichen, wie wir sie vielleicht kennen, Eisen, Chrom, Kupfer, Platin, Titan vielleicht noch oder Aluminium, sondern es kommen eben jetzt auch viele Stoffe hinzu, die wir in der Schule vielleicht nur mal kurz gestreift haben oder sogar der Lehrer nicht mal aussprechen konnte, nicht? Dysprosium beispielsweise, wer kennt das schon? Also ein Stoff, ein seltenes Erdenmetall, was eine sehr wichtige Eigenschaft hat, weil es nämlich sehr starke Magnetstärken eben herstellen kann und das auch bei großer Hitzebeständigkeit, von daher essentiell für den Elektromobilitätsbereich, genauso wie auch Neodym, das natürlich dann zum Beispiel auch eben im Bereich der regenerativen Energien eingesetzt wird, auch im E-Mobilitätsbereich. Aber Sie sehen hier auch solche Stoffe wie Kobalt, was viel diskutiert wird jetzt im Zusammenhang mit den Batterien oder den Akkus. Sie sehen Indium, was eine große Rolle spielt für alle Displays im Computerbereich, Handybereich. Sie sehen andere Stoffe, Tantal. Wir hätten keine Miniaturisierung unserer Elektronik. Sie könnten Ihr Handy nicht einfach so in der Jackentasche tragen, wenn wir nicht Tantal hätten und kleine Kondensatoren herstellen könnten. All diese Stoffe brauchen wir heutzutage für unsere Hightech-Produkte. Wir brauchen sie aber nicht in
den großen Mengen, wie das mit Eisen oder Kupfer beispielsweise der Fall ist. Und das will ich Ihnen einfach nochmal zeigen, weil ich immer wieder auch die Erfahrung mache, dass die Leute mit diesen Zahlen und Größenordnungen nicht umgehen können und keine Vorstellung haben, wie viel ist das eigentlich. Und deswegen lassen Sie uns da mal ganz kurz verweilen. Und ich habe Ihnen mal hier einen Größenvergleich angegeben, den Sie alle kennen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie viel Eisen jedes Jahr weltweit gefördert wird. Und das sehen Sie jetzt hier, das sind 1,4 Milliarden Tonnen. Das ist also durchaus überschaubar, aber das ist die jährliche Eisenförderung weltweit. Und wenn Sie jetzt weitergehen zu anderen Rohstoffen, nehmen wir mal Kupfer als Beispiel, das ist dann schon deutlich weniger. Das liegt dann im Bereich von 20 Millionen Tonnen, ist immer noch sehr viel. Aber Sie sehen, das ist dann auch schon überschaubar, wenn man das alles zusammentragen würde. Und ich hatte Ihnen eben gesagt, Neodym. Neodym ist wichtig für Magnete in Windkraftanlagen, in Elektromotoren. Naja, da unten sehen Sie den Würfel. Das sind dann knapp 30.000 Tonnen, was wir jedes Jahr davon brauchen. Und wir gehen weiter und wir machen dazu mal einen Skalensprung. Sie sehen da unten jetzt das Brandenburger Tor und jetzt zeichnen wir hier das Brandenburger Tor und den Neodymwürfel nochmal neu und gehen mal weiter und schauen uns mal an, wie viel Gold wird denn eigentlich gefördert. Sie wissen ja, meine Hochschule sitzt in Pforzheim, das ist die Goldstadt und Gold sind das dann 3.000 Tonnen jedes Jahr weltweit. Und was hier in dem Zusammenhang interessant ist, ist auch die Frage, wie viel Gold ist denn bisher überhaupt gefördert worden, weltweit, in der Menschheitsgeschichte? Es müssen ja Unmengen sein, nicht? Jedes Jahr wird dieses Gold, und das seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Naja, das wäre eigentlich alles Gold, was bisher in der Menschheitsgeschichte gewonnen wurde. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, das würde ein großes Schwimmbadbecken füllen. Also hier habe ich es jetzt mal mit dem Brandenburger Tor verglichen, das sind ungefähr 200.000 Tonnen. Und das Interessante ist, dass zwei Drittel davon seit 1950 gefördert wurden. Ja, also in den letzten 60 Jahren im Grunde genommen oder 70 Jahren inzwischen. Gehen wir mal weiter, Indium hatte ich noch erwähnt, das ist wichtig für unsere Displays. Da sehen Sie, Indium sind nur noch knapp 700 Tonnen, die wir weltweit brauchen. Also eine ganz kleine Menge, aber trotzdem, ohne diese 700 Tonnen hätten wir Probleme mit bestimmten Hightech-Produkten. Und wir machen jetzt wieder einen Skalensprung. Sie sehen da so einen kleinen Fleck. Das soll hier ein Mensch sein. Und wir gucken uns diesen Indiumwürfel an, gehen weiter zum Beispiel zu Gallium oder dann beispielsweise hier Rhenium, ein Legierungsmetall, was wichtig ist, um hochfeste Stähle herzustellen, wie Sie sie brauchen, zum Beispiel in Turbinen. Das heißt also, unser Flugverkehr würde heute etwas anders aussehen, wenn wir solche Legierungsmetalle nicht hätten. Und da werden gerade mal 50 Tonnen weltweit abgebaut und trotzdem sind sie essentiell für die Technik. Lassen Sie mich noch mal einen Schritt zurück machen, weil ich jetzt Ihnen einen Größenvergleich im wahrsten Sinne des Wortes im Weltvergleich machen möchte. Ich möchte noch mal auf die Ressourcen der Erde schauen. Nicht die Metallressourcen, sondern vielleicht sogar auf die wichtigsten Ressourcen, die wir haben. Und Sie sehen hier ein berühmtes Bild, das auch preisgekrönt ist. Sie sehen hier die Erde, die sieht allerdings ein bisschen merkwürdig aus, nicht? Weil sie ist so grau und das hat folgende Bewandtnis, weil alles Wasser, was in diesen Meeren, in den Seen, in den Flüssen, in den Gletschern ist, ist ja einfach mal zusammengezogen worden in einen großen Wassertropfen. Und Sie sehen jetzt, wie viel Wasser wir auf der Erde als Menschheit insgesamt zur Verfügung haben. Das ist das Wasser, was wir gebrauchen. Wir verbrauchen es ja in dem Sinne nicht, weil es meistens ja im Kreislauf fließt. Heißt aber umgekehrt, auch wenn wir es verschmutzen, alles, was wir an Dreck einleiten in die Meere, landet alles in diesem Tropfen, der einen Durchmesser von 1400 Kilometer hat. Das ist sicherlich eine unserer wichtigsten Ressourcen. Die zweitwichtigste Ressource, Sie werden es schon ahnen, was wird in diesem Luftballon drin sein? Naja, Luft natürlich, ja, und da ist jetzt quasi die Luft der Atmosphäre drin, unter Normaldruck muss ich dazu sagen, und das ergibt einen Luftballon mit einem Durchmesser
von 2000 Kilometer. Und alles, was wir an Schadstoffen emittieren, Feinstaub ist ja immer wieder in der Diskussion oder NOx, aber vor allem natürlich auch das CO2, landet alles eigentlich in diesem Luftballon. Und da sehen Sie, wie knapp gewisse Ressourcen sind und dass wir ausgerechnet mit diesen Ressourcen vielleicht nicht sonderlich pfleglich umgehen. Ich will aber diese berühmte Grafik eigentlich nur dazu verwenden, um einen Größenvergleich zu machen. Weil jetzt schauen wir uns doch mal an, aus welchen Elementen die Erde eigentlich besteht. Und jetzt sehen Sie mal, diese Erde enthält das an Silizium, das an Eisen, das an Aluminium, das an Phosphor, das an Kupfer. Das heißt, das sind Riesenmengen, die eigentlich in unserem Planeten und auf unserem Planeten vorhanden sind. Natürlich unterschiedlich verteilt. Das Eisen ist überwiegend natürlich im Kern der Erde, das ist klar. Aber in der Erdkruste ist immer noch sehr viel auch davon gebunden. Kupfer beispielsweise würde einen Radius, also diese Kupferkugel einen Radius von 550 Kilometer haben. Also viel Kupfer ist eigentlich vorhanden. Und jetzt machen wir mal wieder, ja, vielleicht was hier interessant auch noch ist, Phosphor. Es ist immer viel die Rede, Phosphor ist knapp. Es ist kein Mengenproblem. Phosphor ist auf der Erde vorhanden. Wir werden nachher nochmal dazu kommen, was das Problem ist, aber von der Menge her ist Phosphor genügend vorhanden, genauso natürlich erst recht wie Aluminium oder Eisen. Wir machen hier nochmal einen Skalensprung und schauen uns jetzt an. Jetzt sehen Sie hier Neodym, Sie sehen hier Indium, da wird es dann langsam klein, Gold, Tantal, aber selbst Tantal wäre eine Kugel mit einem Radius von 21 Kilometer. Ja, Gold wäre ein Radius von 44 Kilometer. Vergleichen Sie das nochmal mit dem Würfel, den ich Ihnen vorhin anhand des Brandenburger Tors gezeigt habe. Also im Grunde genommen sind von diesen Elementen ist genügend vorhanden. Es ist nur die Frage, wo und wie ist es verteilt. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Und das wird häufig leider verkannt, dass in der öffentlichen Diskussion es dann so scheint, als ob diese Rohstoffe uns ausgehen. Wir haben diese Rohstoffe nicht mehr. Nein, wir haben sie auf der Erde. Das Problem ist ein anderes. Es ist ein Konzentrationsproblem. Und das wird sehr schön mit dieser berühmten Darstellung von Skinner aus den 70er Jahren deutlich, weil er hatte Überlegungen angestellt, wie die Konzentrationsverteilung von Rohstoffen, von solchen Metallen auf der Erde sein wird. Und er hat gesagt, na gut, das meiste davon haben wir im Gestein, sehr diffus, hohe verfügbare Menge, aber geringe Konzentrationen. Und er ist von dieser bimodalen Verteilung ausgegangen, dass er gesagt hat, und wahrscheinlich gibt es hier ein kleines Nebenmaximum. Und das ist das, was uns interessiert, hoher Metallgehalt, aber verhältnismäßig geringe Mengen. Und das sind eigentlich die Erze, die technisch dann auch abbaubar sind für uns, die Natur durch geologische Prozesse angereichert hat. Und natürlich, wenn wir das jetzt gewinnen und abbauen, dann fangen wir natürlich bei hohen Konzentrationen an, also bei hohem Metallgehalt und arbeiten uns dann zu immer geringeren dann natürlich vor. Und die spannende Frage ist, wo befinden wir uns da jetzt? Und das ist eine ganz schwierige Frage, weil diese Verteilung ist hypothetisch. Man kann sie nicht ohne weiteres verifizieren, weil dazu müsste man ja dann die Elementverteilung in der Erde oder in der Erdkruste zumindest bestens kennen. Das ist aus Aufwandsgründen kaum zu machen. Und wir wissen auch insbesondere nicht, wo wir uns hier eigentlich befinden. Also auch diese Frage, wo sind wir eigentlich hier, ist rein spekulativ. Aber wir erinnern uns jetzt an dieses Bild, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dass der Erzgehalt abnimmt. Und das scheint ja wohl dann ein ganz massives Indiz zu sein, dass wir uns hier tatsächlich schon in einem kritischen Zustand befinden, also dass eben tatsächlich dieser Erzgehalt jetzt langsam in einen Bereich reinkommt, wo wir dann später keine größeren, natürlich angereicherten Erzvorkommen mehr abbauen können. Das ist die gängige Argumentation, wie Sie das auch in vielen Publikationen finden, wie Sie das auch von vielen Umweltwissenschaftlern, also von Kollegen meines Faches, immer wieder angeführt finden. Und wir hatten uns, oder ich hatte mich viele Jahre immer wieder gefragt, ist denn das stichhaltig? Stimmt denn das? Kann denn das sein? Und ich hatte immer dann so kognitive Dissonanzen, wenn ich diese Sachen gelesen habe und dann auch versucht habe, verschiedene Disziplinen hier zusammenzubringen. Die Umweltwissenschaften auf der einen Seite, die Geologen auf der anderen Seite.
dann kommen nochmal die Bergbauingenieure und so weiter. Und ich hatte mich dann gefragt, sind diese Fakten wirklich stichhaltig? Und das Ergebnis ist, naja, das, was wir abbauen an Erzen, der Erzgehalt, das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Und das ist keineswegs nur eine Frage der Geologie, was die Natur uns zur Verfügung stellt, sondern das hängt zum Beispiel von den Abbaumethoden ab. Ich habe Ihnen hier mal Bilder rausgesucht, wie man früher vor vielleicht 100 Jahren Erze abgebaut hat. Man ist entlang der Erzadern gegangen. Man hat das meistens unter Tage gemacht. Sie sehen hier auch nochmal eine alte Mine mit einer solchen Erzader. Oder Sie sehen hier neuere Bilder, die wir letztes Jahr in Brasilien gemacht haben. Das ist eine Goldader, auch unter Tage abgebaut. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn wir solche Bauwerke haben, dass wir da natürlich sehr gezielt versuchen, auch aus Aufwandsgründen eben entlang dieser Erzadern abzubauen. Es sind aber kleine Mengen, die typischerweise da gefördert werden. Das deckt den Bedarf heute nicht mehr. Wir haben, wenn Sie jetzt die Kurve, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit dem sinkenden Erzgehalt, wenn ich die überlagern würde mit der Menge, was abgebaut wurde, dann wäre das genau gegenläufig, weil wir haben einen exponentiellen Anstieg an Mengen, die abgebaut wurden. Und das geht dann nur noch so weitgehend. Das heißt, überwiegend im Tagebau, riesengroße Löcher. Sie haben große Gerätschaften, die sind so groß wie ein Familienhaus, diese Fahrzeuge. Und sie transportieren große Mengen. Und das Interessante ist, für die Bergwerksfirmen rentiert sich das. Es rentiert sich sogar mehr, als im Prinzip nach solchen Quellen hier eigentlich erstens zu suchen und diese dann auch zu fördern. Sie brauchen, damit heute ein Bergwerk sich rentiert, die Infrastruktur, dass sie diese Infrastruktur bereitstellen, brauchen sie große Mengen, was sie an Rohstoffen abbauen. Und deswegen sind eigentlich solche großen Vorkommen viel interessanter, als wenn sie irgendwo eine Mine mit einem sehr hohen Gehalt, aber mit geringen Mengen haben. Und das ist das eine, also das heißt, es hängt tatsächlich von der Abbaumethode ab. Sie haben heute ganz andere technische Möglichkeiten. Sie können also von daher auch Minen abbauen, wo Sie einen geringen Erzgehalt haben. Und es ist immer noch technisch, aber auch vor allem wirtschaftlich sinnvoll. Und da hat sich sehr vieles in den vergangenen Jahrzehnten getan, sodass wir heute eigentlich bei diesen Kurven was ganz anderes beobachten, als nun wirklich diese geologische Knappheit. Man kann das auch hier, ich habe da mal ein Bild ganz aktuell von Kollegen, die das veröffentlicht haben, rausgesucht. Sie sehen hier viele, viele verschiedene Vorkommen. Kupfer ist immer wieder so ein ganz wichtiges Leitelement, an dem man diese Zusammenhänge versucht auch abzubilden. Und Sie sehen hier einmal dargestellt den Kupfergehalt im Erz. Und Sie sehen hier die Menge, die aber dann in dieser jeweiligen Mine vorhanden ist. Ja, und jeder Punkt ist eine Mine. Und wenn Sie jetzt mal hinschauen, das ist also eine logarithmische Skala, also das unterscheidet sich immer um einen Faktor 10. Und da haben wir einerseits diese blauen Punkte. Achten Sie einfach nur mal auf diese blauen Punkte. Das sind Punkte, sogenannte sulfidische Lagerstätten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einen verhältnismäßig hohen Kupfergehalt haben. Der liegt also so im Bereich so um 1% Kupfer, aber verhältnismäßig kleine Minen. Sie haben auf der anderen Seite haben Sie sogenannte porphyrische Lagerstätten, die haben größenordnungsmäßig Faktor 10 weniger Kupfergehalt, aber sie haben mehr Kupfer. Und das ist das, was heutzutage hauptsächlich von den großen Bergwerksfirmen abgebaut wird. Und das spiegelt sich dann auch in den entsprechenden Statistiken wieder. Das heißt, wenn Sie diese Statistiken auswerten, dann werden Sie notgedrungen eben diesen Abfall dann auch tatsächlich feststellen. Das heißt, es ist ein Artefakt, es ist ein Artefakt der technischen Entwicklung der Wirtschaftlichkeit. Und das ist das, was wir eigentlich mit diesen Kurven beobachten und nicht die geologische Knappheit. Und wird leider sehr häufig missinterpretiert. Nächster Punkt. Ich hatte vorhin diese Rohstoffreichweiten angesprochen. Da sehen Sie nochmal 1970, was prognostiziert wurde. Das waren diese Werte, die damals auch Meadows genannt hatte, die statischen Reichweiten von Rohstoffen, beispielsweise von Kupfer, 36 Jahre. Naja, und wenn das gestimmt hätte, wenn also
Kupfer noch 36 Jahre reicht, jetzt mal ganz platt gesprochen, dann hätte die Kurve eigentlich so verlaufen müssen. Ja? Also wie viel Kupfer uns dann in den Folgejahren zur Verfügung steht und eigentlich irgendwann 2007 oder 2008 hätte das eigentlich versiegen müssen. Und bei den anderen ist es ähnlich. So ist das aber nicht gekommen, sondern diese Reichweiten sind mehr oder weniger konstant geblieben. Sie sind teilweise sogar angestiegen. Sie sehen sehr volatil, ein ziemliches Gezappel. Aber was nicht passiert ist, sie haben in der Regel nicht abgenommen. Und das ist sehr verblüffend. Das hängt aber damit zusammen, dass diese Reichweiten immer nur das angeben, was wir zu dem Zeitpunkt kennen an Rohstoffvorräten. Und das ist eine dynamische Größe. Wenn ich mehr exploriere, weil der Preis beispielsweise hoch ist, dann finde ich wieder mehr Kupfer oder Silber oder Gold. Wenn der Preis niedrig ist, mache ich wieder weniger. Und letztendlich, was man eigentlich mit diesen Zahlen abbildet, ist nichts anderes als der Planungshorizont der Bergwerksfirmen, der Rohstofffirmen, weil die investieren. Wenn sie investieren, suchen sie nach neuen Quellen. Und das sind meistens eben Horizonte, Zeithorizonte, die so im Bereich ja, von 20, 30, 40 Jahren maximal liegen. Es gibt aber keine Institution auf der Welt, die wirklich, ich sage jetzt mal, die gesamte Erde kartiert hat und weiß, wo Rohstoffe liegen. Von daher, das ist ein privatwirtschaftlich organisiertes Geschäft und unterliegt deswegen diesen Marktregeln. Und so muss man diese Reichweiten dann auch verstehen und interpretieren. Und sie werden immer wieder falsch zitiert, leider auch in meinen eigenen Kreisen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Peak Oil. Peak what? Ja, hier sehen Sie jetzt die Kurve. Da scheint das zu funktionieren. Das ist die berühmte Kurve jetzt von USA, Erdölförderung in den USA. Und da sehen Sie tatsächlich dann auch diesen Peak, der vorhergesagt wurde, so um 1970 herum. Und dann fällt die Kurve. Aber Sie sehen, dass sie plötzlich dann auch hier solche Dellen hat, also das der Abstieg dann sich verlangsamt und vor allem hier wieder ansteigt. Und das ist eben auch genau die Fehlinterpretation. Man weiß das heute, dass diese Peak-Kurven davon abhängen, dass ich konstante technische Bedingungen und konstante Preisbedingungen habe. Und wenn der Preis sich verschiebt, dann verschiebt sich auch die Kurve, weil nämlich dann plötzlich neue Quellen erschlossen werden können und dann auch wirtschaftlich wieder sinnvoll sind. Und die Technik spielt auch eine Rolle. Das sehen Sie nämlich da hinten. Das ist dann alles, was wir so im Bereich von Share Oil haben beispielsweise. Das sind diese neuen Vorkommen. Und meine Befürchtung ist, obwohl immer wieder von Peak Oil geredet wird, wir werden es wahrscheinlich nicht erleben, dass uns das Öl ausgeht. Leider. Wir haben wahrscheinlich viel zu viel Öl noch in der Erdkruste, was gefördert werden kann. Und das ist natürlich zum Schaden des Klimas. Und das wird uns noch viel Kopfzerbrechen bereiten. Und ich vermute mal mehr als dann wirklich die Verknappung von Öl. Ja, und der letzte Punkt, steigende Rohstoffpreise. Da habe ich Sie natürlich an der Nase rumgeführt, weil ich habe natürlich die nicht inflationsbereinigten Preise Ihnen gezeigt. Wenn Sie sich die inflationsbereinigten Preise mal ansehen, also gut, beim Erdöl, da sehen wir natürlich einen Anstieg, ja, aber Sie sehen, sie sind auch wieder sehr stark zurückgegangen und Sie sehen, dass also das Erdöl hat hier tatsächlich eine gewisse Zunahme gehabt. Wenn Sie die Industrierohstoffe sehen im langfristigen Trend und man könnte jetzt auch noch das gesamte 20. Jahrhundert mit dazu nehmen, dann müssen wir feststellen, dass die Rohstoffpreise abnehmen im Schnitt. Immer mal wieder natürlich Phasen, wo das auch wieder hochgeht, aber das ist dann eigentlich eher ein Nachfragephänomen, weil nämlich dann kurzfristig die Nachfrage anzieht, zum Beispiel durch solche Länder wie China. Jetzt werden Sie sagen, naja gut, aber wir lesen das doch in der Zeitung tagtäglich, dass die Rohstoffpreise steigen und jetzt auch wieder jüngst mit China und so weiter. Ja, natürlich, hier sehen Sie mal ein solches Beispiel. Das waren mal die Rohstoffpreise, der Preisschock für seltene Erden vor jetzt knapp 7, 8 Jahren, wo China einfach eben die Grenzen dicht gemacht hat, was den Export von seltenen Erden wie Neodym oder Dysprosium oder Europium eben angeht. Und da ist der Preis tatsächlich nach oben geschossen, und zwar um einen Faktor 30, 40, 50. Das heißt, was also heute 10 Euro das Kilogramm gekostet hat, hat plötzlich am nächsten Tag oder eine Woche später dann vielleicht 400 oder 500 Euro gekostet. Das ist auch wieder zurückgegangen.
Der Grund dafür sind aber nicht geologische Knappheiten, sondern letztendlich Monopolsituationen, also das heißt wirtschaftliche Effekte. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Weltproduktion von seltenen Erden, Sie kennen das aus der Presse, leider eben überwiegend aus China kommt. Also 80-90% der seltenen Erdenproduktion stammt aus China mittlerweile. Früher hatte Australien und auch USA noch eine größere Rolle gespielt. Australien versucht, das zu stabilisieren, unter anderem auch mit japanischem Kapital. USA, die Firma, die dort ein berühmtes Bergwerk betrieben hat, wo seltene Erden abgebaut wurden, ist vor 2 Jahren insolvent geworden. Dann wurde keine seltenen Erden mehr abgebaut. Dann wurde die Firma aufgekauft von einer chinesischen Firma. Und was dort jetzt gewonnen wird an seltenen Erden, die Erze, die werden nach China transportiert und dort auch aufbereitet. Also das heißt, auch das Geschäft ist wieder voll in chinesischer Hand. Aber auch dieses Bild deutet keineswegs jetzt eine geologische Ungleichverteilung an. Das ist nur eine Frage, wo gefördert wird. Wenn Sie sich anschauen, wo überall seltene Erden vorkommen, seltene Erden sind nicht selten, ganz im Gegenteil, ja, wir haben eigentlich genügend davon. Sie sehen hier, natürlich hat China sehr viel an Vorkommen, aber wir finden auch viele andere im südostasiatischen Bereich, in Australien, Indien, Russland, dann Südamerika, und das ist nur das, was momentan bekannt ist, und wahrscheinlich gibt es noch andere Weltregionen, wo auch jede Menge von diesen seltenen Erden vorhanden sind. Aber man muss sie dann eben auch fördern, und das ist wieder die Frage, wer investiert in diese Minen und baut das dann auch wirklich ab. Das heißt, was ich Ihnen hier vermitteln will, ist, dass diese Rohstoffvorkommen an sich eigentlich gar nicht mal der begrenzende Faktor sind. Und ich hatte Ihnen schon gesagt, dass Kupfer immer wieder so etwas wie eine Leitsubstanz ist, und deswegen schauen wir mal die Kupfervorkommen an, was da geschätzt wird. Und da sehen Sie einmal, ich habe mal das hier als Punkt dargestellt, das sind diese 20 Millionen Tonnen, die jedes Jahr weltweit abgebaut werden. Das ist die Jahresproduktion. Das, was heute mit Sicherheit eigentlich bekannt ist, wirtschaftlich abbaubare Vorkommen, die wir sofort im Prinzip fördern können und die auch gefördert werden, das sind 2,1 Milliarden Tonnen. Das sind die sogenannten Reserven. Dann vermutet man, dass es noch unbekannte wirtschaftlich abbaubare Vorkommen gibt zu heutigen technischen Bedingungen. Das ist dann nochmal die dreifache Menge davon. Es gibt aber auch Schätzungen, die darüber hinausgehen und die sagen, naja, bis in 3,3 Kilometer Tiefe, das ist ungefähr das, was man auch noch abbauen kann unter Tage, vermuten wir, dass in der Erdkruste knapp 90 Milliarden Tonnen davon lagert. Und dann gibt es, und das ist dann eigentlich letztendlich, also mit vergleichbarem Erzgehalt, ja, aber man kennt es noch nicht, man hat es noch nicht exploriert, von daher, das nennt man dann die Ressourcen. Und im Grunde genommen gibt es sogar noch sehr viel mehr. Es gibt also ganz mutige Geologen, die schätzen, letztendlich das, was eigentlich weltweit vorhanden ist, liegt sogar im Bereich von 10.000 Milliarden, also 10 Billionen Tonnen Kupfer bis in 3,3 Kilometer Tiefe. Allerdings dann mit einem geringeren Erzgehalt, den man heute noch nicht wirtschaftlich abbauen kann, aber vielleicht eines Tages abbauen kann, wenn dann die Techniken entsprechend zur Verfügung stehen. Und da sehen Sie jetzt auch, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen, dass das Kupfer uns ausgeht. Das Kupfer ist da. Das ist nicht das Problem. Das nennt man dann das Geopotenzial. So, aber was ist dann das Problem? Wenn es also nicht die Mengen sind, was ist es dann? Und wir kommen jetzt zu den tatsächlichen Knappheiten. Und das ist auch so das, was wir bei uns am Institut etwas intensiver beforschen und was wir uns im Detail anschauen. Und wenn Sie sich jetzt eben mal solche typischen Minen anschauen, Sie sehen hier nochmal im Tagebau oder hier Salinen, dann da, wo Lithium beispielsweise abgebaut wird, oder hier eine Aluminiummine in dem Fall. Naja, all diese Bergbaumethoden, Minen brauchen etwas ganz Entscheidendes, und das ist dann das, was uns eigentlich auch berührt. Sie brauchen nämlich Energie. Sie brauchen Energie, und zwar jede Menge Energie. Diese Energie wird
bereitgestellt, meistens ja, sehr viel über Diesel. Gerade in schwer erreichbaren Regionen ist es immer wieder eigentlich auch Diesel, was eingesetzt wird für die Aggregate, für die Maschinen. Aber in der Tat, es gibt auch viele, die inzwischen Stromanschluss haben, wenn ich das so sagen darf, die durchaus auch regenerativ gespeist werden. Aber wir haben natürlich auch viele, die tatsächlich den Strom eben aus Kraftwerken herstellen durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Und das ist dann automatisch mit CO2-Emissionen verbunden. Und damit sind wir dann auch beim Klima wieder und auch beim Umweltthema angelangt. Und das sind jetzt nicht die einzigen Probleme. Das wäre jetzt also das Energieproblem, das müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen. Aber es gibt natürlich darüber hinaus bei den Minen auch noch lokale Probleme. Hier sehen Sie mal so eine Auswahl. Das sieht jetzt schön bunt aus, aber ich würde niemandem empfehlen, da drin auch zu baden. Ja, also das sind dann doch hochtoxische Reststoffe, die da übrig geblieben sind. Und wir haben eben hier unmittelbare Umweltschäden auch in der Umgebung dieser Minen. Da oben sehen Sie das Bild von diesem Brumadinho-Unfall in Brasilien. Aber es sind keineswegs Unfälle nur oder Umweltbedingungen, die Sie in solchen Ländern haben. Also wo man sagen könnte, ja gut, da sind die Umweltstandards schlecht. Sie haben auch, das ist beispielsweise hier eine Mine in den USA, in Colorado, eine große Kupfermine, wo ein ganzer Hang eben einfach dann mal abgerutscht ist. Auch sowas passiert. Das heißt, wir sind also in unseren Industrieländern davon teilweise durchaus auch betroffen. Und auch das ist noch nicht alles, weil natürlich noch weiter wir auch an die Menschen denken müssen, die dort leben. Und die Erfahrung zeigt, dass diese Minen und der Rohstoffabbau soziale Probleme verstärkt. Es werden teilweise Kriege, Bürgerkriege, Konflikte dadurch finanziert, abgesehen natürlich auch von den Arbeitsbedingungen oder von fragwürdigen sozialen Bedingungen, denken Sie an Kinderarbeit oder ähnliches mehr. Sie sehen das hier, jemand aus einer Kobaltmine, Jugendliche, die dort unterwegs sind, oder Sie sehen hier Quecksilbereinsatz, was auch große gesundheitliche Schäden verursacht. Das hatten wir in Brasilien besucht bei den Goldminen. Also das sind die eigentlichen Probleme und das könnte man jetzt auch sagen, das sind die Knappheiten, die ich hier bei dem Rohstoffproblem habe. Und wenn ich immer auf die Mengen schaue, dann ist das eigentlich der falsche Fokus. Es ist eigentlich eher die Frage, welche Umweltprobleme verursachen wir durch die Gewinnung dieser Rohstoffe und natürlich auch die sozialen Probleme. Und ich möchte ein bisschen noch zu dem Thema Energie eigentlich zeigen, weil das ist unser Forschungsgebiet auch in dem Bereich, wo wir unterwegs sind. Und wir haben uns hier auch nochmal damit beschäftigt, wie sieht das eigentlich aus mit dem Energiebedarf. Wir machen das immer am Beispiel Kupfer, weil das ist eine ganz wichtige Leitsubstanz. Man kann das auf viele andere Metalle dann übertragen. Und das, was uns interessiert, ist natürlich, wie verhält sich das, der Energieaufwand in Abhängigkeit vom Erzgehalt. Eine eigentlich ganz einfache Beziehung. Weil wenn der Erzgehalt hoch ist, haben wir geringen Energiebedarf. Wenn der Erzgehalt gering ist oder sogar gegen Null geht, dann geht diese Kurve eben steil nach oben gegen unendlich. Das heißt, mit sinkendem Erzgehalt geht der Energiebedarf nach oben. Das ist auch genau der Punkt, der dann immer natürlich angeführt wird, wenn wir feststellen, dass die Minen immer geringere Erzgehalte eigentlich fördern. Die Befürchtung, dass der Energiebedarf dadurch dann auch steigt. Jetzt ist es allerdings so, dass wir, wenn wir tiefer zum Beispiel abbauen, ja, also wir müssen tiefer graben, um an die Rohstoffe dran zu kommen, dann wird diese Kurve sich nach oben verschieben, also mehr Energie benötigen, also tieferer Abbau. Man kann das teilweise dadurch kompensieren, indem man in bestimmten Bereichen dann in den Untertagebau geht, also nicht mehr über Tage abbaut, diese großen Löcher, sondern unter Tage geht. Das wäre dann wieder eine Gegenbewegung. Aber es hängt auch von Details ab. Also beispielsweise ab bestimmten Tiefen müssen wir dann sehr starke Belüftungen von diesen Minen vornehmen, was wieder sehr viel Energie verbraucht. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Kurve hier, die nicht zu vergessen ist. Das ist nämlich die technische Innovation. Und das war für uns eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das wollten wir nämlich analysieren und herausfinden, was hat sich über die Jahre und Jahrzehnte hier eigentlich im Bergbaubereich getan. Naja, und das sind jetzt schematische Darstellungen. Also so werden sich die Kurven irgendwie ungefähr verhalten. Das kann man vorhersagen. Aber wie war es denn jetzt nun wirklich? Und das hatten wir jetzt analysiert. Das ist in einer Doktorarbeit bei uns minutiös alles zusammengetragen worden. Und Sie sehen jetzt hier mal,
echte Werte, also wie sich der Erzgehalt wieder in Kupfer natürlich mit der Zeit verändert, aber wir haben das erstmal uns angeschaut, wie sieht der Energieaufwand unter gegebenen technischen Bedingungen aus in den 30er Jahren, 1930, als damals Kupfer abgebaut wurde, überwiegend in den USA übrigens. Und der durchschnittliche Kupfergehalt, den man damals gewonnen hat, weltweit, lag ungefähr bei 2%. Das ist also der Wert gewesen, mit dem man dann tatsächlich das Kupfer ungefähr gewonnen hat. Geht man jetzt nun 40 Jahre weiter, sieht die Kurve so aus. Die Kurve verschiebt sich nach unten, nämlich durch technische Innovation. Bedauerlicherweise sinkt auch der Erzgehalt. Der liegt nämlich jetzt ungefähr hier bei 1, also knapp bei 1. Aber Sie sehen, dadurch, dass wir technische Innovationen haben, ist der Energiebedarf kaum gestiegen, ungefähr konstant geblieben. Gehen wir zum Jahr 2010, mehr oder weniger heutige Situation, sieht die Kurve so aus. Also das ist das, was wir jetzt heute abbauen. Das liegt ungefähr jetzt bei 0,7. Und wir haben natürlich auch versucht zu prognostizieren, was in Zukunft durch Technik möglich sein wird und wahrscheinlich auch realisiert wird. Und wir vermuten, dass 2050 diese Kurve dann ungefähr so verläuft und dass wir dann hier ungefähr so im Bereich von 0,6% Erzgehalt liegen. Das heißt, dass wir mehr oder weniger uns eigentlich beim Energiebedarf hier eigentlich horizontal bewegen und Gott sei Dank nicht eben hier entlang dieser Kurve. Und Sie können jetzt auch hier ungefähr abschätzen, was wir eigentlich seit den 30er Jahren an technischen Fortschritt hier gehabt haben, wie viel wir hier auch eingespart haben. Das heißt nicht, dass das gut ist. Man kann hier sicherlich noch sehr viel mehr tun, weil nämlich auch die Bergbaufirmen relativ konservativ sind und manchmal auch sehr zurückhaltend mit Innovationen sind. Und ich denke, gerade auch der Einsatz von regenerativer Energie muss massiv gefördert werden, damit eben der Abbau in Zukunft auch umweltfreundlicher oder zumindest klimafreundlicher ist, als das heute der Fall ist. Also, aber Sie sehen, was für Einflussmöglichkeiten man hier hat und die muss man, denke ich, auch gezielt nutzen. Jetzt werden Sie fragen, er hat die ganze Zeit nur über Minen, über Primärabbau und solche Sachen gesprochen. Was ist denn mit Recycling? Er redet ja gar nicht über Recycling. Ist Recycling nicht eigentlich die bessere Lösung? Ja, natürlich. Natürlich ist Recycling die bessere Lösung. Aber, es gibt ein großes Aber. Es gibt mehrere Abers. Ich zeige Ihnen eins, noch ein weiteres. Das sind aktuelle Bedarfskurven, einerseits für Eisen und andererseits für Aluminium der Weltwirtschaft. Und zwar bis zum Jahr 2100, und Sie sehen hier blau dargestellt, das, was man primär an Eisen benötigt, oder hier primär an Aluminium, und Sie sehen, was man dann hier an sekundär Eisen oder Aluminium, also das sind dann die Schrotte, das ist das Recycling, dann eben hier mitgewinnen kann. Und das gibt dann den Gesamtbedarf hier. Das ist das, was dann die Weltwirtschaft im Prinzip hier abfragt. Sie sehen, dass wir hier am Anfang verhältnismäßig kleine Mengen haben. Also der Anteil von Recycling ist doch verhältnismäßig gering. Womit hängt das zusammen? Naja, um recyceln zu können, muss ich überhaupt erstmal das Material haben. Ich muss es überhaupt erstmal gewinnen. Das ist das Problem. Und diese Mengen, die dann im Umsatz sind, ja, die brauchen auch eine gewisse Zeit, bis das dann quasi in diesen Kreislauf dann eben eintritt. Und vor allem, wir brauchen große Mengen. Und das führt eben jetzt nun dazu, dass man davon ausgeht, dass eigentlich die Primärgewinnung weiter ansteigen muss, bis man dann irgendwann hier ein Maximum hat und dann auch tatsächlich vieles hier durch Recycling machen kann. Aber selbst noch im Jahr 2100 muss man davon ausgehen, dass man auf Primärproduktion nicht verzichten kann. Und das bereits bei sehr optimistischen Annahmen, denn hier wurde unterstellt, dass wir 90% des Eisens, 90% des Altaluminiums recyceln. Ja, und da sehen Sie, wir haben ein Mengenproblem hier wieder. Wir können durch Recycling gar nicht den Bedarf decken, der eigentlich notwendig wäre, weltweit. Das spricht nicht gegen Recycling, sondern es zeigt einfach nur, wir lösen damit das Problem nicht. Zumindest nicht in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist, denke ich, schon ein ganz wichtiges Argument. Und ich denke, man muss deswegen auch realistischer mit diesem Thema umgehen, als das häufig dann in der Öffentlichkeit passiert. Der nächste Punkt. Schrott ist nicht gleich Schrott.
Hier wieder am Beispiel Kupfer. Sie haben Kupferdrähte oder hier rein Kupferschrott, Rohre oder sowas. Sie haben aber natürlich auch sowas, was dann aus dem Elektronik- oder Elektroschrott kommt, der eigentlich noch verhältnismäßig hochwertig ist. Sie haben aber leider eben auch sowas, das sind Bauabfälle, ja, also Bauschutt. Auch dort befindet sich Kupfer allerdings mit einer miserablen Qualität und der Aufwand, es dort rauszuholen, ist extrem hoch. Und zwar der Energieaufwand. Das ist das, was häufig eigentlich unterschätzt wird, dass wenn wir Recycling betreiben, wir brauchen auch für Recycling Energie. Und wir haben mal in einer anderen Doktorarbeit, haben wir mal eine Zusammenstellung gemacht. Ich versuche es Ihnen zu erklären, dass Sie verstehen, was diese Punkte bedeuten. Wir haben einfach mal verschiedene Recycling-Fraktionen uns angeschaut. Abfälle, banal gesprochen. Und uns angeschaut, was ist da an Metallen drin? Und dann haben wir geschaut, wie viel beträgt die Konzentration dieser Metalle in diesem Recycling-Schrott? Und wie viel wäre die Konzentration, wenn ich das im Erz gewinne? Und da sehen Sie jetzt, dass wir hier die Konzentration dieser Metalle in den Sekundärquellen, also in den Schrotten haben und vergleichen das jetzt mit den Konzentrationen der Metalle in den Primärquellen. Und das Interessante ist, dass wir eine Vielzahl an Schrotten haben, die so geringe Konzentrationen von diesen Metallen haben, dass sie viel schlechter natürlich abschneiden als das, was wir hätten, wenn wir jetzt eben wirklich dann das primär aus den Erzen eigentlich gewinnen. Und es gibt natürlich auch welche, da ist das hochkonzentriert und das ist jetzt interessant, die Grünen, das sind nämlich dann tatsächlich diejenigen, die auch tatsächlich recycelt werden. Das Rote, das rentiert sich wirtschaftlich nicht, das wird nicht recycelt, es sind eben aber auch geringe Mengen und es würde unglaublich viel Aufwand bedeuten, das zu recyceln. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch energetisch und damit auch verbunden, was die Umweltbelastungen angeht. Das wird häufig hierbei eigentlich vernachlässigt. Das heißt, wir haben hier also Konzentrationen, die sind im Produkt höher als im Erz, das rentiert sich. Hier sind sie geringer als im Erz, das rentiert sich in der Regel nicht. So, und damit kommen wir dann zu dem ganz wichtigen Punkt. Recycling braucht auch Energie. Stellen Sie sich einfach vor, wir machen gar kein Recycling, dann müssen wir unser Metall aus dem Bergwerk gewinnen. Ja? Dann ist der Aufwand relativ groß, ja? Dann ist er sehr groß. Das ist der Energieaufwand im Bergbau. Je mehr Recycling ich jetzt betreibe, desto geringer wird natürlich der Energieaufwand im Bergbau, bis dann, wenn ich 100% Recycling betreibe, habe ich gar keinen Energieaufwand mehr im Bergwerk. Demgegenüber muss ich jetzt aber die Kurve für das Recycling anschauen. Die ist bei geringen und mittleren Konzentrationen oder Recyclingquoten ist die niedrig und auf jeden Fall besser als im Bergbau. Aber es gibt irgendwo einen Punkt, wo das stark ansteigt, weil die letzten Prozent, die ich noch einsammle, muss ich auch aufkonzentrieren. Das macht einen enormen Aufwand. Und entscheidend ist natürlich für diese Kurve die Summe aus beidem. Und da gibt es ein Minimum und dieses Minimum zeigt mir eigentlich an, wo die Recyclingquote optimal ist. Und die liegt nie bei 100%. Die liegt immer deutlich unter 100%. Und wir haben das gerechnet. Und ich will Ihnen hier mal Beispiele zeigen und ich will es jetzt nicht mit Energie machen, sondern populärer mit CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen und Ihnen mal den Klimarucksack für ein Kilo Kupfer zeigen. Da sehen Sie hier die Primärgewinnung. Also um ein Kilo Kupfer zu gewinnen, haben Sie ungefähr 3,5 Kilo CO2-Emissionen freigesetzt. Wenn Sie Kabel recyceln, hochwertig, dann liegen Sie unter einem Kilogramm CO2-Emissionen. Wenn Sie aber dann schon Kupfer aus Bauschutt versuchen zu gewinnen, dann liegen Sie schon bei 3 Kilo. Das kommt dann schon diesem Bergwerkswert relativ nahe. Und wenn Sie noch schlechtere Fraktionen haben, dann liegt sogar drüber. Anderes Beispiel, Tantal. Sie haben jetzt hier wesentlich mehr CO2, nicht? Also die Skalen stimmen nicht. Sie haben, wenn Sie jetzt ein Kilo Tantal gewinnen wollen, dann müssen Sie, haben Sie ungefähr über 200, 220 Kilo CO2 freigesetzt. Kondensatoren, das zu recyceln, würde ungefähr 30, 40 Kilogramm CO2 ausmachen, wird aber heute nicht gemacht. Es findet kein Recycling von Kondensatoren aus Notebooks und Ähnlichem statt. Kondensatoren aus alten Autos ist noch viel aufwendiger, die dort rauszuklauben. Und da sehen Sie, da würde man jetzt ungefähr gleich aufliegen, auch mit der Primärgewinnung.
Und dann schließlich noch ein Gegenbeispiel, Indium. Da sieht es dann tatsächlich so aus, dass die Gewinnung von Indium, weil das wirklich auch geringste Mengen sind, der Aufwand, das aufzukonzentrieren, sehr aufwendig ist, aus LCD-Bildschirmen beispielsweise. Da würden Sie ein Vielfaches an Energie einsetzen im Vergleich zu der Gewinnung von Indium aus Zinkminen. Sie sehen also hier diesen großen Unterschied. So, und das müssen Sie jetzt zusammenbringen mit dem, was in der Politik, in der EU beispielsweise, aber auch von vielen NGOs momentan massiv gefördert wird. Circular Economy, das Stichwort ist Closing the Loop. Ich glaube, es spricht nichts gegen Circular Economy. Man muss tatsächlich die Kreislaufwirtschaft hier voranbringen. Und das ist ja eins dieser berühmten Bilder, was immer wieder hier verwendet wird, von der Ellen MacArthur Foundation beispielsweise. Hat schon einen ikonografischen Wert eigentlich, wo man dann eben auch sagt, wir müssen natürlich sammeln, wir müssen Lebensdauer verlängern, wir müssen verwenden, wiederverwerten, teilen und so weiter. Stimmt alles, alles vollkommen richtig. Nur ich denke, also was an dem Bild fehlt, für den Naturwissenschaftler die Energie fehlt, die taucht hier nirgends auf, es gibt keine geschlossenen Kreisläufe und Closing the Loop ist eigentlich die falsche Metapher. Ja, leider, das geht nämlich nicht, wir können diesen Loop nicht vollständig schließen und da werden natürlich Erwartungen geweckt, die kritisch sind, wenngleich die Richtung natürlich stimmt. Was uns mehr bedrückt, ist dann bei uns die Diskussion, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf unsere Industrieinfrastruktur? Weil Recycling braucht Industrie. Und das wird häufig eben auch vergessen, dass die Recyclingprozesse, die wir hier einsetzen, dass wir die typischerweise natürlich hier eigentlich in der Grundstoffindustrie haben, mit metallurgischen Prozessen, Pyrometallurgie und so weiter. Und das sind dummerweise eben die Prozesse, die natürlich gewisse Umweltbelastungen auch tatsächlich bedingen, die CO2 freisetzen, die viel Strom brauchen, aber ohne diesen Industriebetrieben schaffen wir es nicht, dieses Recycling auch vollständig zu machen. Also Closing the Loop sowieso keine Chance, wenn wir nicht auch diese Betriebe haben. Und man könnte jetzt da weiter ins Detail einsteigen, ich will das nicht, nur ganz kurz, man kann das wirklich auch metallurgisch im Prinzip erklären, weil die Metallurgie, das Recycling von Stoffen, also nehmen Sie sowas wie Indium oder Tantal oder was auch immer, spielt sich eigentlich immer mit bestimmten Leitsubstanzen ab. Ja? Das heißt, es gibt hier gewisse Sammelmetalle, über die eigentlich dann auch die Metallurgie, die Pyrometallurgie oder die Hydrometallurgie dann stattfindet. Und das sind dann dummerweise eben dann auch solche Stoffe wie Blei. Also Bleihütten spielen eine große Rolle, Zinkhütten spielen eine große Rolle, Kupferhütten spielen eine große Rolle. Naja, und wenn wir diese Anlagen nicht mehr haben, dann können wir bei uns auch kein Recycling machen. So einfach ist das dann. Gut, das vielleicht einfach nur ganz kurz. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, können wir vielleicht in der Diskussion noch machen. Jetzt lassen Sie mich aber durchaus auch nochmal einen Schlenker zur Politik machen. Und ich will Ihnen nochmal von Seiten der Industriepolitik ein paar Sachen mit den letzten Folien zeigen. Stellen Sie sich einfach mal vor, woher kommen unsere Rohstoffe? Die meisten Rohstoffe gewinnen wir ja nun mal im Ausland. Ich habe mal hier als Beispiel China genommen. Einfach nur exemplarisch und auch schematisch. Also, das heißt, wir betrachten hier die Rohstoffströme. Wir beziehen also vieles von Primärmaterial aus dem Ausland. Ein bisschen Recycling machen wir auch bei uns im Inland. Ja. So, was ist damit jetzt verbunden? Natürlich Umweltbelastung, CO2-Emissionen. Erstmal in China, jede Menge, in den Bergwerken, in den Hütten dort, in Raffinerien und so weiter. Ein bisschen natürlich auch bei uns, weil wir ja auch Recycling betreiben. Okay. Jetzt können wir sagen, okay, wir machen mal deutlich mehr Recycling bei uns in Deutschland. Ja, das ist ja erwünscht und auch sinnvoll. Also werden wir das hier steigern, ja, und im gleichen Zuge werden wir natürlich dann weniger Primärmetalle aus dem Ausland beziehen können. Großer Vorteil. Heißt, die CO2-Emissionen in China werden jetzt dann dadurch abnehmen, weil wir nicht mehr so viel Metalle dort beziehen. Wenn wir bei uns Recycling machen, da das immer auch mit Energie verbunden ist, auch mit CO2-Emissionen, wird das leider ansteigen. Zumindest so lange, wie wir eben auch fossile Energieversorgung haben. Jetzt sehen Sie schon das Problem, was wir hier haben. Wenn wir nämlich sparsamer mit Metallen, mit Rohstoffen umgehen, wenn wir Recycling betreiben, dann gehen bei uns die CO2-Emissionen hoch, zumindest in den nächsten Jahren noch, solange wir eben darauf angewiesen sind, auf fossile Versorgung. In China werden sie abnehmen. Für das Erreichen von deutschen Klimazielen, die immer territorial gemessen sind, ist das verheerend.
Ja? Das heißt, eigentlich hat das überhaupt gar keine Relevanz für das, was die Politik sich hier an Zielen gesetzt hat. Im Gegenteil, es ist sogar kontraproduktiv. Fürs Klima wäre es gut, für die Politik nicht. Jetzt kann man sagen, na gut, okay, also damit dann auch die Territorialbilanz stimmt, verlagern wir doch einfach das Recycling ins Ausland. Die Betriebe sind uns ja sowieso unangenehm, die stinken und verbrauchen viel Energie und überhaupt. Also, dann machen wir Folgendes, kein Recycling mehr. Dafür müssen wir natürlich jetzt dann wieder mehr Metalle hier, ja, da haben wir keine CO2-Emissionen mehr, wir müssen allerdings jetzt wieder mehr Metalle natürlich dann aus dem Ausland beziehen und natürlich werden dann hier wieder die CO2-Emissionen ansteigen. Bedauerlicherweise sind die Prozesse in China technisch ineffizienter als das, was bei uns momentan verwendet wird. Man kann das an vielen Beispielen sehen. Bedauerlicherweise setzen die Chinesen auch deutlich mehr Kohlekraftwerke ein, haben also mehr CO2-Emissionen. Also für das Klima ist das nicht so gut. Wir verlagern Emissionen nur ins Ausland, aber unsere Klimabilanz stimmt. Und genau das passiert auch. Also Sie sehen, das ist nicht trivial und da sind wir auch in der Diskussion mit der Politik. Und es ist schwer, der Politik das begreiflich zu machen, dass wir hier weitere Instrumente brauchen, um wirklich vernünftig dann auch Klimapolitik und Ressourcenpolitik zu betreiben. Lassen Sie mich zum Fazit kommen. Ich denke, was hoffentlich deutlich geworden ist, wir brauchen Ressourcen. Ressourcen sind notwendig für Klimaschutz, Ressourcen sind notwendig für Nachhaltigkeit und vor allem auch mehr Ressourcen. Wir werden mehr davon brauchen, nicht weniger, sondern mehr. Und mit wir meine ich immer als Weltgemeinschaft. Vollkommen klar, dass wir in Deutschland oder hier in Europa sicherlich auf vieles auch verzichten könnten und ein niedrigeres Wohlstandsniveau einnehmen könnten, als das derzeit der Fall ist und wahrscheinlich sogar auch müssen. Die Rohstoffe gehen uns nicht aus, zumindest nicht, wenn wir das mengenmäßig betrachten. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt aber vielmehr auf der Ebene, wie umweltfreundlich gewinnen wir das, wie energieeffizient gewinnen wir das, wie sozialverträglich werden sie abgebaut und wie sparsam setzen wir sie ein. Das ist das, was wir unter Ressourceneffizienz verstehen. Natürlich ist Recycling wichtig, Recycling hilft, aber Recycling hilft nicht immer. Und es ist auch nicht die Lösung für unsere Probleme. Und auch ganz wichtig, ohne Industrie kein Recycling. Das muss uns auch klar sein. Das heißt, wir brauchen diese Betriebe und bedauerlicherweise eben manchmal auch genau die Betriebe, die vielleicht gar nicht so umweltfreundlich oder sauber aussehen. Sie sind sogar ein ganz wichtiges Glied in der Kette und wir müssen eigentlich eher die Kette insgesamt bewerten. Naja, und die Verlagerung ins Ausland, nach China oder sonst wohin, helfen unseren nationalen Klimazielen, aber nicht dem globalen Klima. Und auch das müssten wir stärker berücksichtigen, wird überhaupt nicht in der Politik berücksichtigt. So komme ich zu dem Schluss, dass es in Deutschland eigentlich keine bisherige Ressourcenpolitik gibt, die diesen Namen verdient. Und es gibt auch meines Erachtens keine nachhaltige Industriepolitik. Industriepolitik hat man ja jetzt gerade versucht, das ist schiefgegangen. Nachhaltige Industriepolitik hat es noch nicht gegeben. Und ich hoffe, dass das aber eines Tages kommt und dass man dann diese ganzen Zusammenhänge mit berücksichtigt. Und lassen Sie mich schließen mit einem fast eher künstlerischen Bild. Sie sehen das hier, das ist allerdings kein Gemälde, sondern man könnte jetzt sagen, der Mensch hat hier die Erde als Staffelei oder als Leinwand eigentlich benutzt, denn das ist ein Bild aus dem Weltall auf, oder nein, eigentlich aus größeren Höhen aufgenommen, ein Foto und zeigt eine Mine in New Mexico, USA. Und Sie sehen, das hat schon fast einen abstrakten Wert. Man muss sich dann allerdings schon fragen, ob der Mensch unbedingt die ganze Erde als Staffelei benutzen muss. Vielen Dank.